Wenn der Nachwuchs da ist, dann muss das Leben eigentlich erstmal neu organisiert werden, denn das wirft ja doch alles über den Haufen. Und das ist gar nicht so einfach, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Denn wer passt bitte schön auf die Kleinen auf? Tagesmütter sind deshalb unheimlich begehrt. Es gibt über 300 davon im Land Bremen. Aber ist das eigentlich ein Job nur für Frauen? Nein, sagen 12 Männer, denn es gibt 12 Tagesväter, auch hier bei uns. Und Anke Kultür hat 2 von ihnen begleitet und schaut mal, ob die es genauso gut machen. Kinder füttern, das hat Klaus Schulz zuletzt bei seiner eigenen Tochter vor 35 Jahren gemacht. Doch seit einem Jahr versorgt er täglich Marlene, Jerome, Julian und Bruno. Der gelernte Gas- und Wasserinstallateur wollte Tagesvater werden. Ich möchte einfach mehr mit Emotionen und Gefühlen zu tun haben. Und wenn ich mit den Kindern so spiele oder mich mit denen beschäftige, dann habe ich immer gleich einen tollen Effekt. Sie freuen sich gleich. Jerome, komm, du bist dran. Komm. Der 53-Jährige musste einige Handgriffe wieder auffrischen. Dreimal kommt das schon vor. Bei jedem Kind. Bei jedem Kind, ja. Ja, ich habe da kein Problem mit. Problem ist höchstens die Mülltonne, die überquillt. Klaus Schulz macht den Job hauptberuflich. Jeden Tag von 8 bis 18 Uhr. Dafür bekommt er 2000 Euro im Monat brutto. Ein Grund, warum es in Bremen nur 12 solcher Exoten wie ihn gibt. Wenn Männer in diesem Bereich selbstständig sein wollen, ist es so, dass sie davon nicht unbedingt eine Familie ernähren können. Und das andere ist natürlich auch, dass es immer wieder Bedenken gibt, ob denn auch Väter tatsächlich auch geeignet sind oder Männer auch geeignet sind. Doch, sind sie. Das wissen nicht nur Jerome, Bruno, Julian und Marlene. Tagesväter sind auch vielseitig, können nicht nur mit den Kleinsten liebevoll umgehen. Tino Jansen holt täglich die Brüder Levi und Joris von Kindergarten und Schule ab und verbringt mit ihnen die Nachmittage. Mit seinen 66 Jahren ist Tino Jansen fast schon ein Tagesopa. Als er vor 4 Jahren in Altersteilzeit geschickt wurde, fiel ihm zu Hause die Decke auf den Kopf. Also absolvierte er die Ausbildung zum Tagesvater. Und mittlerweile hat keiner dieser 3 mehr Langeweile. Die Jungs nehmen mich wirklich, wie ich bin. Das merkt man ja sogar daran, dass ich also kein Fußballer bin. Und ich muss also auch dort Fußball spielen und kann eigentlich gar kein Fußball spielen. Also die wissen das ganz genau und die trösten mich darüber weg und sagen dann, Tino, du bist aber tüchtig besser geworden. Immerhin hat er Turnschuhe an und hört geduldig zu, wenn die Kleinen von ihrem Lieblingsverein Borussia Dortmund erzählen. Sein Hobby, Singen im Shanty-Chor, interessiert die Jungs weniger. Aber Tino ist toll. Er geht mit uns zum Flughafen, zum Bahnhof, zum Freimarkt. Also der macht ganz, ganz viele mit uns. Und ist das cooler, als wenn das jetzt eine Tagesmutter wäre? Kannst du dir das vorstellen? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Die Kinder wachsen einem ans Herz. Nicht nur Tagesmüttern, sondern eben auch Tagesvätern. Aber irgendwann ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Doch dann kommen neue Kinder.